Ja, schön, dass wir heute das Setting hier ausprobieren können. Und zwar mit einer, sagen wir mal, einer experimentellen Form des Zugangs zum Thema Sprache und Raum. Da nicht alle von euch in der germanistischen Linguistik, ich sag mal so, bewandert sind, einige vielleicht schon, vielleicht ganz kurz zu einer Präsentation dessen, worum es gehen wird. Und zwar würde ich euch bitten, einfach so zu platzieren, dass ihr es gut lesen könnt. Ihr merkt vielleicht, ihr müsst euch ein bisschen gegenseitig aus dem Weg gehen. Es ist nur eine ganz kurze Einführung überhaupt in das Thema Sprache und Raum. Weshalb benutze ich das? Genau, neben Robert ist noch Platz. Genau. Ja, sehr viel Raum. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie nebeneinander stellen. Ja, genau. Deswegen so, das ist auch genau. Ja, stellt euch wie im Theater. Und das Erste, was ich euch zeigen wollen würde, ist tatsächlich einmal in diesem System Schrift. Versucht mal bitte so nah ranzugehen, dass ihr es gut lesen könnt. Das ist eine ganz übliche Standardfolie, wie man sie in Vorlesungen verwendet, mit einer 20er Schriftgröße. Ja, also das heißt, das ist schon sehr, sehr groß. Wenn ihr das in einem normalen Raum sehen würdet, dann wäre es so, dass ihr das euch das fast zu groß vorkommt. Worum geht es? Um den Sprechpunkt, die Origur nach Bühler. Das zentrale Element ist oben rechts dieses vereinfachte Origur-Modell mit dem Sprecher in der Mitte. Und es geht tatsächlich darum, dass man in dem Origur-Modell theoretisiert, dass man bestimmte Dinge zeigen kann, und zwar mit Zeichengesten, aber eben auch mit Sprache. Und das Ganze werden wir in dem Raum heute ausprobieren, den wir vorbereitet haben. Das nächste, ganz zentral, sind die sprachlichen Äußerungen in diesem Origo-Modell. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das Ganze im Raum funktioniert. Nämlich, dass wir natürlich mit jeder Position, auch zu der wir aussprechen, also ich laufe zum euch drumherum, ihr sofort merkt, ich bin in einer bestimmten Position. Von der aus gesehen kann ich mich im Raum positionieren und kann faktisch die Dimension Raum und Zeit abbilden, indem ich so etwas sage wie das Ereignis liegt hinter mir oder meine Zukunft, die vor mir liegt, ist ungewiss. Und sofort hat man mehr oder weniger einen räumlichen Bezug, der gemappt wird auf zeitliche Relationen. Das ist die Idee hinter dem Origo-Modell, dass man das Bühler hier anwendet, mit dem man bestimmte Dinge zeigen kann, aber eben auch versprachlich. Nächster Aspekt, das, was ihr jetzt im Wesentlichen hier macht, ist Dexis am Phantasma. Normalerweise, ja, funktioniert unser Zeichengestus in Richtung Dexis ad oculus, das heißt, das, was ihr mit den Augen seht. Ihr seht aber im Wesentlichen jetzt im Moment gar nichts, außer eine Projektion, die idealerweise so real wie möglich ist unter den technischen Möglichkeiten, wie wir sie gerade haben. Das heißt, euch wird faktisch an den Dexis ad oculus vorgetäuscht. Das, was ihr aber, was VR oder AR macht, ist, dass es mehr oder weniger euch eine Dexis ad Phantasma präsentiert, die eben nicht real existiert. Allerdings ist euer Hirn, und ich hoffe, dass ihr das hier durchhaltet, nicht in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und je länger ihr unter VR seid, umso mehr gewöhnt ihr euch auch an diesen Wahrnehmungsmodus, dass ihr zum Beispiel im Moment bestimmte Sachen hört, wie ein Straßenverkehrsgeräusch. Das im Hintergrund eingespielt wird, das für euch für die ganze Szenerie relevant wird. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und jetzt wird es so, dass man sagen wird, auch diese Folie ist dafür gedacht, zu prüfen, wie viel ihr lesen könnt. Das sind tatsächlich die möglichen Formen der sprachlichen Orientierung. Im Wesentlichen geht es um zwei Dinge, nämlich mit denen man mit bestimmten Dingen zeigt. Also wir unterscheiden lokal Dexis und lokal Adverbialia. Wichtig für uns wird heute sein, die Personendeixis, das heißt, dass ihr euch positioniert in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Stelle, und es werden bestimmte Lokaladverbialia eine Rolle spielen, die euch möglicherweise bei der Orientierung im Raum helfen. Mehr müsst ihr an der Stelle überhaupt nicht wissen, nur dass man mit unterschiedlichsten sprachlichen Mitteln auch bestimmte Dinge zeigen und weisen kann. Das nächste. Das Ganze beschränkt sich natürlich nicht nur auf Adverbien und irgendwelche Präpositionalgruppen und Ortsangaben und möglicherweise Zeichenwörter, die auf euch und in anderen weisen, sondern auch auf bestimmte Verben. Ja, das heißt, mit denen ihr mehr oder weniger bestimmte Pfade markieren könnt, mit denen ihr Bewegungen markieren könnt.
mit denen wir mehr oder weniger Orientierung im Raum ermöglicht, aber eben auch in der Zeit. Und das Letzte, das wird heute eine ganz besondere Rolle spielen, sind sogenannte Toponyme, also das heißt Landschafts- und Ländernamen, Flurnamen, Gewässernamen, Siedlungsnamen, Gebäudenamen und Straßennamen. Ich hoffe, eure Orientierung in Dresden ist so gut, dass ihr Straßennamen kennt. Wenn nicht, wird es heute spannend. Ja. genau. Nächste Perspektivierung. Warum wird das relevant sein? Ihr werdet in den Experimenten, die wir nachher durchführen, gemeinsam miteinander arbeiten. Ich würde euch dazu einladen, euch selbst dabei zu beobachten. Also, wir haben eine Audioaufzeichnung, das ist schon mal gut. Aber euch selbst dabei zu beobachten, wie ihr und in welcher Perspektivierung ihr den anderen ansprecht. Ja, also das heißt, seid ihr in der Lage, die Perspektive des anderen einzunehmen, seid ihr in der Lage, eure eigene Perspektive entsprechend zu versprachlichen und welche Mittel setzt ihr dafür ein. So, nächster Schritt. Denn darum geht es im Wesentlichen. Also wir bewegen uns hier in einem Raum, der physischer Natur ist, aber eben durch bestimmte digitale Elemente angereichert, sodass ein Eindruck entsteht von einem Mixed Reality. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel frage, auf welcher Seite ihr die Straßengeräusche hört, werdet ihr vermutlich sagen rechts. Nee? Genau in der Mitte. Genau in der Mitte? Ja. Okay, dann bin ich vielleicht schwerhörig, aber das ist dann auch ein anderes Thema. Okay. Das wäre was. Schön, dass Verena rauskommt. Ne? Genau, Verena, das wäre was für Werte. Ja. Okay. Das nächste ist, dass, wenn wir in den Metaphernkonzept gehen, dass ihr natürlich diese räumlichen Bezüge nicht nur aufgrund der räumlichen Relationierung und Selbstpositionierung einsetzt, sondern auch um bestimmte zeitliche Aspekte klar zu machen. Und das Ganze sieht man an bestimmten sprachlichen Strukturen, die dann eben nicht nur lokal orientiert sein können, sondern eben auch auf bestimmte zeitliche Aspekte hinweisen. Wir werden beobachtet euch bitte, ob ihr sowas überhaupt einsetzt heute in den Experimenten. Nächster Schritt, und das wird für die Frage hier ganz entscheidend sein, nämlich wir haben bestimmte Elemente so platziert, dass sie bewusst eure Wahrnehmung von oder übliche Wahrnehmungsarten und Weisen in Frage stellen. Und euch herausfordern, in einer besonderen Art und Weise euch zu positionieren und zu präsentieren und zu versprachlichen. Aber nur schon mal ein Hinweis darauf, das wäre eine typische Art und Weise, wie man mit solchen Wahrnehmungen spielt, nämlich hier den Achsen der Vertikalität in der Frage, was ist oben und was ist unten, für die Spezialisten unter euch, wo ist Süden und wo ist Norden. So, gleiches gilt für diesen das, hier als Exempel dafür, dass man bestimmte Dinge zeigt, die in der Nähe sich bewegen und das üblicherweise die Zeigegeste im üblichen Sinne mit bestimmten sprachlichen Ausdrücken kombiniert. Und das Zeigefeld wird sich hier in dem Raum für euch auch anders darstellen, als ihr das üblicherweise kennt. Nächster Schritt. Kommen wir mal zur Aufgabe. Das heißt, die kurze Einführung würde ich jetzt mal an der Stelle beenden. Ja? Und zeige euch jetzt mal die Aufgabenstellung, die wir vorbereitet haben. Das Wichtigste ist erstmal, wir müssen zwei Gruppen bilden. Ja, also das heißt, wir sind zu fünft, das ist ein bisschen ungünstig. Aber versucht mal, also finden wir euch mal in zwei Gruppen zusammen. Soll ich es einteilen? Wäre das leichter? Ja, mach schnell. Mach schnell, oder? Ja. Okay. Paul, Veronika, Verena, Robert, Stefanie. Genau. Gruppe 1 hier. An diesem Tisch. Also alle. Nein. Die zwei und Stefanie und Robert hier. Ach so. Genau. Genau, ich habe so, Entschuldigung, ich hätte den Marken noch so reinsetzen müssen. So, pass auf. Fühlt ihr euch mit der Brille alle im Moment wohl? Ja. Ja? Okay, braucht ihr eine Pause? Ich meine, keine Abgründe von mir aufkommen. Nein, es habe ich keine Abgründe. So, das allererste ist, wir führen jetzt im Folgenden drei Orientierungsexperimente durch, die entsprechend dokumentiert werden. Ja, ihr solltet bitte darauf achten, wie ihr euch selbst im Raum orientiert und mit anderen sprachlich interagiert. Es wird notwendig sein, dass ihr euch im Raum bewegt, euch gegenseitig nicht im Weg steht
Und wir haben bewusst die Elemente so platziert, dass ihr euch durch den Raum bewegen müsst. Also ihr könnt nicht von einer Stelle aus alles lösen. Die erste Aufgabe ist, und damit fangen wir gleich an, Stefan, mit Vorsicht, wegen Abgrund. Wir blenden gleich die Karte ein, auf dem Fußboden. Der Punkt ist an der Sache, ich bitte euch, einen Weg zu finden von Dresden nach Meißen, wie ihr den üblicherweise finden würdet. Das Entscheidende ist, dass ihr bitte den Weg abgeht und dann in der Gruppe ganz kurz besprecht. Ihr könnt auch bitte das so benutzen, dass ihr mit den Zeichenwerkzeugen den Weg einzeichnet. Probiert es mal. Es ist egal, mit welchem Fortbewegungsmittel. Vielen Dank. Ja. Es ist egal, mit welchem Fortbewegungsmittel. Ihr könnt den Weg wählen, den ihr kennt. Ihr könnt den Weg wählen, den ihr noch üblicherweise nutzen würdet. Und mit der Aufgabe fangen wir mal an und die anderen blende ich dann nochmal ein, wenn wir soweit sind. Okay. Eine Karte oder zwei? Wie bitte? Eine Karte oder zwei? Es gibt eine Karte auf dem Fußboden. Okay. Ja. Okay. Achtung, ich mache die Präsentation kurz aus. Grün, immer grün. Ja, grün und rot? Ja, keine Frage. Okay, Stefanie, Achtung, aufpassen. So. Achtet bitte darauf, dass ihr euch nicht zu schnell, ihr solltet euch nicht zu schnell bewegen. Das ist das allererste. Wenn ihr erkennen wollt, wo ihr steht, bleibt bitte stehen und schaut einmal nach unten, dann stellt ihr sofort scharf. Ja? Okay. So. Also. Die Frage ist, wo wir starten. Starten wir von der Uni? Also hier ist Plateau, hier ist Südvorstadt, das ist hier irgendwo Nürnberger Straße, das wäre hier. Ich würde sagen, wir müssen zum Hauptbahnhof. Eine S-Bahn ansteigen, oder? Ja. Also denke ich mal, ich gehe mal mein Zeichentool einschalten. Mhm. Wo starten wir denn? Auf dem Elterrahmen? Oder hier? Terrassen. Das geht. Starten. Siehst du das? Wir hier, wo wir sind. Ich sehe gerade nichts, weil du, da musst du aus dem Weg gehen. Ja, okay, jetzt sehe ich, beim Terrassen. Vielleicht macht es so, dass die einen in Meißen anfangen und die anderen in Dresden. Dann steht der Weg gegenseitig im Weg. Okay, dann fangt ihr an. Ich erzähle jetzt, wo ich lang fahre. Okay, ich starte am Terrassenufer ziemlich genau. Das ist sehr unscharf. So. Ja, ist auf der Höhe. Die Elbe und der Volk sind meine Meißen. Ja, der Zoologen. Ich bin jetzt über die Marienbrücke gefahren. Der Zug fährt ab. Weiß gar nicht. Na gut, hier ist Meißen. Also ich wäre halt jetzt, wenn ich auf die ehemalige Zugfahrerin schaue. Ich kann noch das Fahrrad nehmen. Das geht ja tatsächlich nicht ab. Ja. Hier wird es schon aufgelöst. Ich glaube, da ist so ein Schuh, wo ich vorher nicht durchgehen kann. Oder? Ja, dann mach ich mal. Also Fahrradweg zu erkennen, also man erkennt ihn vielleicht hier. Nee, ja, ist nicht über die Heide. Wenn man es weiß Heide. Vielleicht, ne? Ja, ja. Heide, ja. Ich fahre mal auf der Seite. Also. Seid ihr nicht auf der anderen Seite fahren, fahren. Ist okay. Doch, eigentlich. Also ich wäre schon angefahren. Ja. Versuch mal die Bahn. Ja. Versuch mal die Bahn. Das ist eben nicht an der Seite, sondern man muss irgendwie so durchs Spannung hier sein. Hier kommt man dann hier. Ja, stimmt. Das meine ich, dass man hier. Ja, genau, dann mache ich mal hier. Das ist nicht so falsch. Also, hier ist jetzt Pischen kriege ich noch hin. Und ich muss mal jetzt hier irgendwie hier. Ja. Das muss man das auch mal machen. Hier sollte man tatsächlich. Ist das? Ich kann leider. Das ist das Problem. Hier steht meine Straße. Man kann das jetzt partiell lösen, wenn man das nicht weiß. Okay, aber schaut mal, seht ihr mich, ne? Ja. Okay, also ich fange gerade an, zu Terrassen an. Ich fange direkt an, zu Terrassen an. Ja, ja, ja. Die Zugstrecke geht das von dort aus. Das hier oben, ja, Richtung Passwig. Ja, ja, genau. Ja, von dort aus nach Radebeul. Von dort aus nach Dresden, Neustadt und dann rüber auf die Oberseite. Mal sowas. City Beach. Man würde quasi hier
so. Und dann, ja, hier sieht man den auch jetzt, würde ich jetzt in Übigau einfach mal probieren. So. Ja, genau. Genau. So, jetzt kommt die Autobahn. Genau, da ist Kostwicht. Da kommt man in Kostwicht durch. Da geht es nach Radebeul. Genau. So. Also, es geht eigentlich ziemlich kurz. Genau, man geht wahrscheinlich, genau. Man geht da oben nach Radebeul weiter. Genau. Genau. Guten Tag. Wir fahren Bahn. Fahrrad. Good for you. So, jetzt sind wir gegenüber von Niederwarta. So. Dann nimmst du schon mal Endbahnhof am Mal. Ich weiß nicht, das ist Zeit für uns. Ich kann das nicht sehr akkurat. Jetzt sind wir Köditz. Gegenüber von der B6. Hoffwitz, Sonnewitz. Wo ist mein Eisenstift? Da wohnt das grüne Auto. Ja. Okay. So. Ich steig jetzt mal schnell aus. Okay. Ja, zack, zack. Würde ich mal so lassen. Okay. Dann, ja, dann schaltet mal eure Stifte aus. Ja. Das ist total richtig. Nicht, bitte nicht löschen. Nur ausschalten. Okay? Ja. Sehr schön. So. Und jetzt beschreibt mir mal bitte den Weg von Dresden nach Meißen. Also in euren Gruppen. Ja? Also versucht es mal zu rekonstruieren, was ihr gemacht habt. Und es in die Kappe sehen. Okay. Über die Marienbrücke, Schleife, genau. Über Pfiffen. Da ist die, hier ist Übigau. Also direkt vor mir ist die Meißenbrücke an der Kirchenberg. Genau, das. Und der fährt dann so nördlich von der Elbe. An der Schleife war auf jeden Fall die Blutrinne, die andere Seite. Relativ straight nach Osten. Ja, dann kommt Nestor und da ist Meißen. Also eigentlich können wir es ja zusammenfassen, immer an der Elbe lang. Ja, das ist richtig, genau. Vielleicht ja. Dorfwitz, so wie die alle heißen, keine Ahnung. So, da war dann die Elbbrücke also und da ist sein, kommt dann Dresden dann schon an. Dann würde er, wenn wir weiterfahren würden, so, dann steigen wir auf. Genau. So, nebenbei also, ist nur ein Buch. Genau, also ganz herzlichen Dank. Ich habe gerade gemerkt, was ihr eigentlich probiert habt. Ja? Also ihr seid faktisch, habt euch ganz massiv an der Karte orientiert. Und habt Ortsnamen, also ein Toponym nach dem nächsten aufgezählt. Bei der Bahnverbindung war es nicht so ganz leicht. Und habt so Routen eingebaut. Und diese Routen memoriert ihr auch, wenn ihr die Karten nicht mehr seht. Das heißt, ihr habt jetzt genau dasselbe gemacht. Und zwar, ihr zwei, das war jetzt super. Hier war Übigau. Ja, also wo man so auf dem blanken Boden zeigt. Mit Zeichengeste und sprachlicher Orientierung. Ja. Der Bogen hier. Und dann das nächste ist, dass ihr natürlich diese Wege versucht, bestimmte geometrische Figuren anzupassen, geometrische Formen, dass ihr sagt, dieser Bogen hier war dies. Mhm. Und dass man so eine Memorierung hat anhand des Verlaufs einer bestimmten Strecke. Das Interessante ist natürlich, dass wir euch die Karte hier auf dem Fußboden eingeblendet haben, dass es benötigt hat, auf dem Boden zu arbeiten und auch den Boden zu zeigen. Das Ganze sieht natürlich da anders aus. Ja, und dann kommen wir mal zum nächsten Teil. Wir machen mal einmal eine. Hier ist einmal. Ich hoffe, das ist. So. Das wieder selber machen. Ja, please. Okay. Das ist nur so. Oh, ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr neu konfiguriert. Jesus. Was ist das überhaupt? Wo kommt dieses Bild her? Welches Bild? Das, was in den Abgrund ist. Hm? Nochmal kalibrieren einfach. Okay. So. Okay. Nächster Schritt. Ihr seht hier auf diesem Image faktisch eine Luftaufnahme des Dresdner Zentrums. Ich würde euch erstmal ganz kurz bitten, die meisten von euch werden wissen ungefähr, was es ist. Ich will euch nur zeigen, das Ganze ist in 3D
eine 3D-Projektion aussucht, wird. Das heißt, je näher ihr herangeht, umso eher erkennt ihr die Tiefendimension des Ganzen. Ja, passt doch ein bisschen auf mit der Wand, die ist irgendwann physisch da. Ja. Ich mach immer diese Realität. Und genau. Folgendes würde ich euch jetzt bitten in eurer Gruppe. Ihr wählt mal ein Areal aus um den Altmarkt. Nehmt jetzt einen Stift, ja, und ich zeige mal ganz kurz, ich stelle mich hier mal so daneben, dass ihr sehen könnt. Nehmt mal so ein kleines Areal, ja, das ihr euch bitte markiert. Also pro Gruppe ein Stift, genau, mit Rot oder mit Blau, Grün, je nachdem, was ihr euch vereinbart habt. Rot sind wir. Ja. Rot sind wir. Da wäre die Idee gewesen, ursprünglich die Frauenkirche zu implementieren, aber ihr seid alle nicht groß genug. Also deswegen orientiere ich mal hier. Man kann ja springen. Ja, genau. Können wir auch einen Postplatz nehmen? Macht, was ihr wollt. Okay. Macht, was ihr wollt. Aber wie groß soll das jetzt sein? Es sollte nicht zu groß sein, es sollte bequem mit einem Arm. Das sollte man es einmal machen können. So naja, ehrlich. Also genau. Probiert, was ihr erfahren und fahren. Okay. Ja. Also, macht's nicht zu groß, bitte. Nicht zu groß. Wenn es in der Nähe vom Altmarkt liege, wäre es nicht verkehrt. Habt ihr? Ist das zu groß? Das ist gut so. Ja, nehmen wir halt einfach mal hier, oder? Hier müsste ein Postplatz sein. Ja, da ist der Postplatz. Nehmen wir einmal hier so das. Man hört sich selber zu und sagt, da ist X, ja. Genau, hoch rüber. Genau dafür ist es gedacht. Ja, man hört sich selber beim Sprechen zu und denkt sich, ach, du große Güte, ja. Okay. Nutzt man ja doch. Brauche ich den Stift nur? Oder? Nee, den Stift können wir jetzt ausmachen. Also ihr müsst wissen, welches Areal ihr genommen habt. Ja. Okay. Schaut noch mal drauf, also dass ihr ungefähr wisst. Ich habe einen Griff an unserem. Genau. Eine Henke. Sieht aus wie ein Rückspiegel rechts. Das nehmen wir jetzt mit. Genau. Achtet auch mal auf eure Gesten, also das heißt, wie ihr selber euch versucht im Raum zu positionieren. Okay, jetzt folgendes. Ihr seht hier zwei Arbeitstische. Mhm. Ja. Vielleicht ahnt ihr schon ein bisschen, was jetzt passiert. Ihr baut das Ganze nach. Mhm. Und zwar mit diesen Spheres. Sucht euch einen Punkt aus, von dem ihr anfangt, verhandelt ein bisschen. Ihr werdet nicht alles schaffen. Und versucht so gut wie möglich mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Ja. Fangt, ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. Zeig doch mal drauf, da ist der Rathausturm. Da ist der Genau, genau. Das heißt, aber es gibt. Genau, ihr könnt faktisch von hier aus könnt ihr sehen. Und genau, fangt an. Das nachzubauen, so gut wie ihr es könnt. So. Übertreib es nicht. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Die Cubes, also, Genau. Ich habe den Tor.
gerade. Ich wurde instant classic. Ich hab den Tumor. Ich glaube, guck mal, wenn man jede ein bisschen steht für Hausi. She has nothing in hand. I have to talk. Noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt einfach mal Turm und dann gibt mir eine Tür irgendwie so, keine Ahnung. Sonst bekümmert für dich. Ich glaube, das wäre ganz gut. Voll mal an. Das ist ein Tor. Das kann verhältnismäßig schlecht. Ich bin gerade unfähig, das zu drehen mit dem Kolben. Deshalb wollte ich ja die Linie einzeichnen, dass wir das orientieren können. Weißt du? Das ist ein Zylinder. Das dürfen wir bestimmt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt. Kann man die Linie einfach nehmen? Kann man die Linie nehmen? Deshalb müssen wir einfach so ganz grob machen an die Linie. Ich will keine Zylinder. Das ist so. Das ist toll, ja. Das habe ich mir aber auch gerade erst überlegt, warum bin ich einfach das so machen, wie es da ist. Und wenn man die aus dem Rücken legt. Ja, ist weg. Okay. Dann musst du mal da weggehen, dann male ich das. Oh Gott. Dann male ich das so weiter. Und meine Idee wäre jetzt. Meine Idee wäre, dass man einfach das längliche jetzt mit liegenden Zylindern außenrum macht. Ich glaube, wir brauchen noch einen fünften. Quader, wenn man der noch hier wird auf der Brille irgendwie eine Leistungsanzeige, FPS und sowas angezeigt. Und links ist im Sichtfeld. Hier ist die Straße. Ja, jetzt verstehe ich. IDC, FPS Number und some other. So, ja, das ist erstmal eigentlich nervig. Ich bin nur so froh, dass die Blöcke weg sind. Ja, ja, genau. Ja. So, das bleibt so. Ist das? Das ist das in der okay. Block, das ist quasi der Block von. Oder wird das so ganz akkurat? Was hast du? Ich sehe dich eher noch lang. Ja, also niemand sagt, dass es auf dem Tisch liegen muss. Das ist so leicht angeschrägt. Ja, ja. Ist gut. Vielleicht wollten wir so ein Loch haben, da sind ja so Löcher. Das kriegen wir jetzt klein nie. Das Problem ist, okay, dann machen wir das immer so. Ich passe lieber, gib sie rüber und du kannst dann. Ich werde jetzt ja so andeuten, dass auch mal ein Loch so. Okay. Ich kann es ja so andeuten, dass auch mal ein Loch so. Es wird hier noch so einen kleinen zu belasten. Du kannst mir nicht kleiner machen. Ich bin da vorne mit der Post schon. Da vor dem großen Block. Hier höher, links, links. So. Ist das? Ist das? Nur nochmal nach. So, das jetzt? Und das oben? Ja. Ja. Das ist aber nur so ein schmales Ding. Genau. Ich gehe noch mal ein Stück näher ran und beschreibe mal, was ich sehe. Also das sind quasi zwei Platten. Wir brauchen noch was. Super Beschreibung. Wo? Oben links. Ah, das ist ja. Und da ist das hier. Ah, ja, okay. Ach, wunderschön. Wunderschön. Wer erkennt nicht sofort das Rathaus? Sofort die Innenstadt von Dresden jetzt.
Okay, gut, so wird es. Also dann, vielleicht ganz kurz. Das ist das zweite Orientierungsexperiment gewesen, was es zum, was euch möglich macht, zu kollaborieren. Also zusammenzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen, wie machen wir das, wie groß. Genau. Und wie bilden wir eine bestimmte Szenerie nach? Also ihr habt, Veronika hat schon zwischendurch mal kurz angeteasert, ihr stellt in der Perspektivierung so von um, sobald die Karte ist weg, die Map ist weg, ihr habt die nächste Karte und ihr fangt sofort an, mit demselben Lokalmaterialien zu arbeiten, auf andere Dinge zu zeigen und die Orientierung im Raum ist eine komplett andere. Ja? Höhepunkt sind dann immer so eine Dinge, das merkt ihr, bitte ich euch jetzt mal für das letzte Orientierungsexperiment, dass ihr Dinge nicht expliziert. Ihr benennt die nicht namentlich, sondern sagt immer nur, hol mal das, hol mal dies, hol mal jenes. Das sind genau die Demonstrativa. Ja, davon noch zwei und stell die mal hier. Und mit diesen Demonstrativa macht ihr mehr oder weniger klar, wie ihr euch im Raum orientiert, und zwar die ganze Zeit. Also gibt die ganze Zeit eine Selbstpositionierung ab, die es euren Mitmenschen erlaubt, Rückschlüsse auf eure Position zu ziehen. So, und jetzt der letzte Punkt. Schönes geworden. Eindeutig ein Rathausturm und eindeutig das Karree. Wir haben es gut gewonnen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, zur letzten Aufgabe. Ihr seht hinter euch eine historische Karte von Dresden. Innenstadt. Ihr habt alle Areale gebaut, die mehr oder weniger sich auf dieser Map befinden. Und ich werde jetzt Folgendes machen, ein bisschen leicht abweichen von dem, was wir ursprünglich machen wollten. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott im Himmel! Ja. So. Probier das mal. Ich könnte ruhig noch ein bisschen größer machen, ja? Ups. So. Genau, ihr könnt reintreten, es wird nichts passieren. Und jetzt bitte ich euch ganz einfach, eure Modelle auf das Modell zu übertragen. Ja? Also umbauen. Umbauen. Also rüber zu tragen. Genau. Ja. Okay. Wisst ihr, wo ihr seid? Habt ihr eine Orientierung? Hier ist die Hofkirche. Ich kann leider gar nichts sehen. Das ist das Problem. Das wollen wir es lieber auf den Tisch legen? Das ist. Mit dem Gestus müsst ihr jetzt ein bisschen. Okay, dann weiß ich, wer da außen steht. Ich kann es auch so umschreiben. Seht ihr mich? Ja. Direkt über mir ist, ich glaube, die Hofkirche. Was ist, wo sind die Kinder? Die Kirche. Die Kreuzkirche. Also, ihr seht, also vielleicht ganz kurz, ich zeige es euch, bevor wir jetzt zu lange rätseln. In der Mitte ist der Altmarkt mit dem damaligen Rathaus, das heute nicht mehr steht. Das war das erste Haus in Dresden mit einer Uhr. Direkt hier vor mir seht ihr die Augustusbrücke mit dem Georgentor. Okay. Was nicht mehr steht, seht ihr hier drüben, das ist die Sophienkirche. Mhm. Ja, davon stehen nur noch die Türme als Erinnerungsmal. Okay, okay. Die Frauenkirche ist damals außerhalb der Mauern der Stadt, die liegt hier. Ja, das Areal, also das heißt, das was ihr da seht, Kreuzkirche, inneres Areal, Altmarkt und Augustusbrücke bilden damals eine Wirtschaftseinheit. Das heißt, die Einnahmen aus dem Zoll für die Augustusbrücke gingen direkt in die Kassen der Kreuzkirche. Deswegen ist sie auch so schön groß. Ja, also das heißt, das ist das Areal. Ihr könnt euch faktisch bewegen. Das Wichtige ist jetzt nur, ihr seht eure Füße nicht. Ja, das werdet ihr merken. Seht nur die Füße von anderen. Und ihr habt beide zwei Areale gewählt, die zum Glück weit genug voneinander weg sind. Versucht mal, und deswegen habe ich euch das jetzt hier so platziert, versucht mal bitte eure Dinge umzubauen. Das ist jetzt so das letzte Experiment. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich nicht hier. Ihr könnt auch drauf malen. Also ihr könnt, nehmt die Stifte, zeichnet euch die Areale und versucht erstmal die Areale überhaupt zu identifizieren. Ja. Wenn du mal guckst, guck mal, die sind ja auch ein bisschen unten. Ja, die geht einmal in eine Verlängerung, geht die Straße hier runter. Wenn du auf der Karte vergleichst, Augustusbrücke, geht also ihr seht hier die Straße, die Augustusbrücke verlängert, der rechte Rand von unten. Ja, ich denke auch bis zum Morgen. Ja, nee, hier so. Ich wollte doch auch nicht sehen.
müsst ihr oben rein. Das ist ja faszinierend. Ah, ja, ja, ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen rumlaufen. Also dann ist der Teil, auf dem ihr euch bewegt, schärfer und überlegt. Ne? Und jetzt müssen wir aber, wir müssen es quasi drehen, das Bild zu sagen. Also ich gebe euch mehr, eigentlich nicht. Nee, also im Kopf, also Vorsicht, vielleicht zu unserem Modell. Vorsicht. Das was. Ich kann dann manchmal, ich kann drauf malen, aber das geht nicht. Nee, nicht mit dem. Oder so oben drüber. Wir müssen oben drüber malen. Ich glaube, das was hier, also das was hier oben ist, ist bei uns ja quasi halb sehr. Ne? Das tut uns so. Ja, so ist gut. So ist gut, ja. Da stelle ich einfach gerade hin und mal das auf der Höhe, auf deiner Hüfthöhe. Genau, du siehst die Kreuzkirche rechts davon, da ist so ein Strich, da fängst du an. Warte mal, ich muss auf die andere Seite gehen. So, ja. Genau, runter. Und dann bis runter um die Stadtmauer. Dann nach links. Nach links? Nein, links. Nein, rechts. Ah, cool, Robert. Das wäre jetzt so, oben links, oben rechts die Ecke, ne? Diese beiden, genau. Genau. Also, ungefähr so würde ich von der Position denken. Das hier, ne? Der hier. Ja, genau. Genau. Also was wichtig ist, diese Fliegenkirche hier, die steht halt nicht mehr. Und die beiden Türme, also die letzten beiden Turmspitzen dieser Fliegenkirche, stehen faktisch hier über den Fresshofen. Ah, okay. Ja, das sehen wir heute noch. Da ist sogar noch ein kleiner Tipp mit der Rübe. Aber es ist gut. Entschuldigung, ist wieder. Das ist sehr schwierig, die. Ja, warte, warte, warte. Ja, verdammt, jetzt ist das. Ja, gut, dann müssen sie da stehen, wenn wir jetzt sind. Halt, ich versuch's mal. Ein bisschen dahin. Ja. So. Ja, mach's mal. Gut. So ist okay. Ja, also dann gehen wir jetzt durch die Häuser. Genau. Dann würde ich sagen, dann können wir uns anderen schönen grünen Blöcken in der Reihe umsetzen. Siehst du die einmal. Da ist ganz rechts an der Stadtmauer, da ist ein Tor. Siehst du das? Und rechts davon hoch ein Stück, da ist eine gerade Straße. Da stehen ganz viele Häuser ineinander. Okay. Und die ist bestimmt jetzt die, oh, ich weiß noch nicht, wie die heißt. Die wurde Eismarkt dran. Entschuldigung. Hier, genau. Und dann ist genau, das ist die Straße über der Altmarktkralle. Das Problem ist, also, was du zeigst, ist, man darf ihn da positionieren. Ja, kannst du nur hinlegen, wenn man aus der Perspektive. Darf ich einfach mal das hier? Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt hier einmal eine Ecke, oder? Nee, das ist weit draußen. Das ist weit draußen. Ja. Also hier. Nee, auch runter. Unter die Seite. Ich habe halt zu viel auf einmal gehabt. So, du siehst auch. Hier, da ist doch so ein Häuschen rechts an der Stadtmauer, oder? Oh, das sind viele. Nee, an der Mauer, direkt auf der Mauer, da ist ein Dach. Das? Genau, und da ein aber Stückchen. Aber der Altmarkt ist doch weiter oben. Nein, nein, aber das ist doch der unterhalb vom Altmarkt. Also sind wir auch. Also, das Problem ist, dass die Stadtmauer nicht mehr steht. Das, was Veronika gerade meint, also wenn du vom Altmarkt wegkommst, an der Kreuzkirche vorbei. Ach, und dann hast du hier eine alte Stadtmauer. Na, das steht nicht mehr. Also ja, doch, aber im Verhältnis zum Altmarkt müssten doch hier irgendwo rauskommen. Ja, okay, dann stimmt, dann ist ein Stück höher. Hier. Ja, dann sind wir da. Hä? Das ist ja nee, das stimmt schon. Ja, okay. Okay, ja, das tut mir leid. Genau, wir sind ja überall vom Altmarkt unterwegs. Genau. Und dann irgendwie der Block, hier hört er ja dann auch auf, ne? Nee, weiter links. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt hier so rüber und dann hier runter irgendwo. Ja, genau. So. Was soll das? Wir müssen den Turm nehmen. Wir brauchen den Turm. Ja, aber ich dachte, der Turm ist mal. Der Turm ist eigentlich rüber und runter. Also, ich nehme mal Turm. On the floor. Ja? Because the visuals are. Aber den Turm würde ich eigentlich dahin stellen, wo du gerade hingestellt hast. Ich wollte euch das mal in den Check geben, wo wir uns hinbekommen. Ja, hier. Okay. Ha! Wait a sec. Hier. Ja. Wait a sec. Wait. So. Nee. So. No. So. No. Nein. So. Jetzt passt aber noch eine ganze Stunde. Komm zu dir. Okay. Okay, Folks, ich danke euch für das letzte Orientierungsexperiment. Genau, stellt euch noch mal ganz kurz
ganz kurz hier auf, damit ihr euer Werk beobachten könnt. Ich hoffe, ich hoffe, niemand von euch muss in solchen Häusern wohnen. Aber das Interessante ist, das letzte Orientierungsexperiment, hat jemand eine Idee, warum wir das gemacht haben? Aus Traditionsgrenze zu steigen. Das ist das eine, Stefanie. Ja. Naja, halt eben historisches Vororten Dimensionen, also das hat eben, das hat einen ganz anderen Maßstab als die da oben, oder? Ja, das habt ihr gedacht, dass das das Ziel ist. Aber das Interessante ist, und das werden wir dann in der sprachlichen Aufnahme bemerken, dass ihr euch an der Karte orientiert habt. Mhm. Und ihr habt Lokaladverbiale eingesetzt, während ihr hier gebaut habt am Boden, die faktisch der Karte entsprechen. Mhm. Rüber, runter, hoch, ja, und so weiter. Und die haben sich gemischt mit Perspektivierungen, die ihr unten braucht, nämlich rechts und links, vorne und hinten. Und habt das beides kombiniert und das war aber für das Gegenüber kein Problem. Beide Orientierungssysteme, so wie in dem Körper, in der Vertikalität oben und unten, miteinander so zu kombinieren, dass man das versteht. Das Interessante ist, wir haben die Aufnahme auch ohne VR. Das heißt, wir werden sehen, wie euch mir genau das macht, ohne irgendwas zu sehen. Das heißt, das Ganze hat mehr oder weniger in der Simulation der Dexis-Oculus, in der Dexis am Phantasma funktioniert. Das heißt, ihr wart am Phantasma unterwegs und habt faktisch diese unterschiedlichen Orientierungsstufen miteinander kombiniert. Bin total gespannt auf die Aufnahme. Ich muss schon zwischendurch mehr als herzhaft lachen, weil das genau so aufgegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Danke für das Experiment und ihr könnt jetzt die Brillen abnehmen. Vorsicht. Okay. Danke. So, genau. Wenn ihr euch irgendwo hinsetzen wollt, setzt euch irgendwo hin. Das ist erstmal total einfach, weil das Geräusch weg ist. Ja. Und wir mehr oder weniger jetzt vollkommen. Ja, genau, erstmal ein bisschen. Ihr braucht wahrscheinlich erstmal eine kurze Rekalibrierung. Ihr wartet jetzt ungefähr eine Stunde. Genau, ungefähr eine Stunde in der Technik und das ist eigentlich schon sehr, sehr lang. Ja.